Gestern fand der Untersuchungsausschuss für den Cum-Ex-Skandal vom Bundeskanzler Scholz statt. Also eine der größten Steueraffären, die unser Land je gesehen hat. Und das, was bei diesem Untersuchungsausschuss jetzt rausgekommen ist, ist wirklich extrem krass und heuchlerisch. Alle Details in diesem Video. Los geht's. Die meisten Menschen in Deutschland kennen mittlerweile diesen Running Gag, dass Bundeskanzler Scholz sich an nichts erinnern kann. Allerdings wissen viele nicht, woher dieser Running Gag kommt. Und zwar kommt das Ganze vom Cum-Ex-Skandal, in die der Kanzler Olaf Scholz verwickelt ist, einem der größten Steuerskandale, den unser Land jemals erlebt hat. Und Scholz wurde vor Gericht zu seiner Beteiligung bei diesem Cum-Ex-Skandal befragt und jedes Mal sagte er, dass er sich an rein gar Nichts erinnern kann. Und das musst du dir mal vorstellen, ja? Ein Mann, der Bundeskanzler unseres Landes ist, also der höchsten Position in Deutschland, hat massive Gedächtnislücken und kann sich an kein einziges Detail dieses Cum-Ex-Skandals erinnern. Also allein das ist schon krass, ja? Und noch krasser ist, dass dieser Mann trotz seiner Verwicklungen in diesen Skandal überhaupt erst Bundeskanzler werden konnte. Aber es lässt sich noch steigern, wie man jetzt bei dem Untersuchungsausschuss sehen kann. Weil gestern fand nämlich dieser Untersuchungsausschuss vom Cum-Ex-Skandal von Kanzler Scholz statt und die CDU hat einen Fragenkatalog mit 19 Fragen zu diesem Cum-Ex-Skandal vorgelegt. Und jetzt ist bei diesem Untersuchungsausschuss wirklich das Unfassbare passiert. Die Ampelregierung deren Kanzler ja Olaf Scholz ist, hat den Antrag der CDU und die Antworten auf die Fragen einfach abgelehnt. Sie haben gesagt, nö, machen wir nicht. Und jetzt schaut euch dazu mal die Begründung an, und zwar in diesem kleinen Ausschnitt vom ZDF. Gerade mal 30 Minuten tagte der Geschäftsordnungsausschuss des Bundestags, da war der erwartete Streit bereits eskaliert. Wer hier für mich heute gegen die Verfassung verstoßen hat, das ist die Koalition in einer eklatanten Art und Weise in 70-jähriger Geschichte der Bundesrepublik Deutschland und das wird morgen auch im Parlament aufzuarbeiten sein. Ähnlich wie schon in Hamburg will die Union einen Untersuchungsausschuss, der die Rolle des heutigen Kanzlers und früheren Hamburger Bürgermeister Scholz im Skandal um die Warburg Bank beleuchtet. Das sei verfassungswidrig, sagen die Regierungsparteien, denn der Untersuchungsausschuss des Bundestags würde überwiegend das Verwaltungshandeln Hamburgs untersuchen. Von den 19 Fragen, die die Union formuliert hat, war die Mehrzahl ziemlich klar nicht verfassungsgemäß und deswegen mussten wir diesen Antrag in seiner Gänze ablehnen. Wir konnten ihn auch nicht teilweise annehmen, weil ein teilweise veränderter Antrag ein anderer Antrag ist. Okay, also der Antrag wurde laut FDP und SPD abgelehnt, weil er verfassungswidrig ist. Gut, das könnte ich ja verstehen. Aber jetzt schauen wir uns mal genau an, warum die Ampel diesen Antrag als verfassungswidrig einstuft. Die Frankfurter Allgemeine schreibt dazu, nicht zuletzt SPD-Politiker kritisieren den Fragenkatalog der Union als zu weitgehend. Sie bemängeln, dass er Dinge anspricht, die die Hoheit der Länder gehören. Die Koalitionsfraktion könnte dem vorliegenden Antrag nicht zustimmen, weil der größte Teil der Fragen im Gesamtzusammenhang des Antrages Vorgänge im Land Hamburg untersuchen will. Bitte was? Wollt ihr mich veräppeln oder was? So wie es aussieht, hat Bundeskanzler Scholz offensichtlich massiv Dreck am Stecken. Ja, und der kann sich in dieser Cum-Ex-Steueraffäre an nichts erinnern. Und jetzt lehnt die Ampel auch noch einen Untersuchungsausschuss mit der Ausrede ab, da es ja nicht den Bund betrifft, sondern nur die Länder. Was ist das denn für ein Schwachsinn, ja? Bundeskanzler Olaf Scholz ja, der ist ja der Kanzler von Deutschland, von unserem Land. Also dieser Steuerskandal, der betrifft jetzt nicht mehr nur Hamburg, sondern spätestens ab dem Zeitpunkt, wo Scholz Kanzler geworden ist, betrifft er unser ganzes Land. Also muss dieser Skandal verdammt nochmal aufgerollt werden. Und für mich ist das, was die Ampel jetzt da macht, eine reine Heuchlerei und zeigt deutlich, dass die Ampel eine Untersuchung möglicherweise wegen einer Absetzung von Scholz verhindern will und dass sie jetzt mit verfassungswidrig und mit Verfahrensfehlern argumentieren. Also das ist echt nur noch krank. Und dazu kommt, dass ja die Ampel das deutsche Recht, auf das sie sich hier beziehen, immer genau so auslegen, wie es ihnen gerade in den Kram passt. Die FAZ hat weitergeschrieben, dieser Sichtweise widersprach Mittelberg. Dann hätte es niemals einen Untersuchungsausschuss zu Gorleben oder Anis Amris geben würden, hob er vor. Bei der Frage, wie es zur Standortentscheidung für das geplante Atomunlager gekommen sei, habe man viele Landesminister und Beamte aus Nieders Niedersachsen befragt und sämtliche Akten fast aller Ressorts der niedersächsischen Landesregierung eingefordert. Damals habe niemand die Eigenstaatlichkeit Niedersachsens als ein Problem angesehen. Und damit, meine lieben Zuschauer, kommen wir zum springenden Punkt. Wenn es um die Atomkraftwerke geht, dann darf man aus Landessachen plötzlich einen Bundesuntersuchungsausschuss machen, weil es in die politische Ideologie passt. Aber wenn es um mögliche Straftaten vom Bundeskanzler geht, dann darf man das plötzlich nicht, weil das natürlich politisch unerwünscht ist. Wisst ihr, wie das Ganze für mich aussieht? Alle wissen, dass Olaf Scholz offenbar massiv Dreck am Stecken hat und tief in diesem cum ex skandal verwickelt ist. Und alle wissen, dass die Ampelregierung zusammenbrechen wird, wenn das jetzt herauskommt. Und deswegen versuchen sie jetzt diesen Untersuchungsausschuss mit Verfahrensfehlern und Verfassungswidrigkeit zu blockieren, um ein Ende von Bundeskanzler Scholz und damit der Koalition zu verhindern. Und CDU-Chef Merz sagte dazu Folgendes. Empörung bei der Union. Fraktionschef Merz kündigt an, vors Verfassungsgericht zu ziehen. Die Koalition hat offensichtlich die Entscheidung getroffen, auf Biegen und Brechen die Mehrheitsrechte gegen die Minderheitsrechte im Deutschen Bundestag durchzusetzen. Also, meine lieben Zuschauer, wir haben offenbar nicht nur eine völlig korrupte Politikerin an der Spitze der Europäischen Union, sondern wir haben auch einen Bundeskanzler, der offenbar tief in einen der größten Steuerskandale unserer Bundesrepublik verwickelt ist. Und dann fragen wir uns, warum Deutschland auf der ganzen Welt keiner mal ernst nimmt und die ganze Welt uns auslacht. Und selbst Baerbock hat ja vor kurzem gesagt, dass Deutschland und die EU kein geopolitisches Gewicht mehr haben in der Welt und uns keiner mal ernst nimmt. Aber anstatt die Gründe dafür zu beheben, ja, also diese ganze korrupte Bande rauszuschmeißen, will sie einfach stattdessen jetzt das Einstimmigkeitsprinzip der EU abschaffen. Also, das ist einfach noch lächerlich. Das Ganze zeigt ganz deutlich, dass die alten Politiker einfach schon lange nicht mehr ja, dass es denen schon lange nicht mehr um das Wohl unseres Volkes geht, sondern nur noch um reine Machtgier und um Geld. Und am jeden Tag wird das einfach der deutschen Bevölkerung jetzt offensichtlicher und damit verlieren die Altparteien an Macht. Die Altparteien verlieren jetzt nämlich gerade massenhaft Wähler und die AfD ja, eilt von einem. Wahlrekord hoch oder also von einer Umfrage hoch zum nächsten. Aktuell steht die AfD schon bei 21 Prozent bundesweit und in Brandenburg und in Thüringen sind sie sogar stärkste Partei. Und jetzt mit dieser Entscheidung der Ampel, den Untersuchungsausschuss für Olaf Scholz zu blockieren, sorgen sie ebenfalls dafür, dass die AfD mehr Stimmen bekommen. Na dann, herzlichen Glückwunsch.